Warte. It's is my life? Schaffe. Warte mal, das. Ja, geil. Sag ich eigentlich die beste Grundregel: tätowiert euch nur Sachen auf eurer eigenen Muttersprache. Weil sonst. Ja, just do it. Klar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weißt du, das wie eine Kackwurst, die spitz geraten ist und nicht wie ein Nike-Zeichen. Also, das sieht aus wie eine Kackwurst einfach oben. Das ist doch auch Freihand und selber zu Hause gemacht. Aber schaut mal, auf seinem Arm hat er relativ gute Tattoos. Warum dachte er sich, oh, ich habe einen guten Tätowierer, lass mal alleine zu Hause machen. Ey, immerhin richtig geschrieben, positiv denken, ne? Das ist cool. Ein Eminem M&M. Ich schwöre, das ist doch wirklich so, oder? Das ist ein Eminem M&M. Nein, geil. Würde ich, feiere ich auch nochmal. Eminem, Eminem. Ey, eins muss man lassen. Es ist nicht scheiße tätowiert. Es geht echt schlimmer. Also vielleicht ist der Typ einfach witzig drauf. Also erstmal, wo habt ihr die Fotos alle? Und wie betrunken muss man sein? Also es kann doch nicht jemand so nüchtern dahin, ey, mach mir mal einen Fernseher dahin und so ein Monster, genau beim Bauchnabel, den Mund. Man könnte wirklich so füttern und es so richtig so in seinen Bauchnabel rein. Nein, Chicken Wing Flügel. Chicken Wings einfach. Ich würde gerne mit ihr sprechen und fragen, ob sie gut geht und ob ich ihr helfen kann. Und einfach sie mal umarmen. Warte mal, Engel haben ja unter ihren Flügeln eigentlich sowas. Müssen vielleicht gar keine Chicken Wings sein. Es könnte auch ein Engel nackt sein. Und vielleicht ist die Botschaft so, egal wie tief du am Boden liegst, es kann immer sein, dass dir Federn wachsen. Devil doesn't sleep. Also ich denke mal, doesn't ist falsch geschrieben, aber da ich selbst schlecht in Englisch bin, weiß ich nicht genau was. Oh, das war safe ein Deutscher. Ich sehe die Ästhetik bei doesn't so viel was. Das war safe ein Deutscher, doesn't. War wirklich so Tattoos, die falsch geschrieben sind. Das ist dieser Pfiff im Leben, den man eigentlich nicht braucht, aber der ist da. Das ist dieser Kick in die Fresse, den man eigentlich nicht wollte, aber jetzt hat. Also da frage ich mich echt, meint er das ernst? Denkt er wirklich, man denkt so, boah, geiler Typ mit Sixpack, so ballert. Smart. Und zwar nicht smart, sondern so lucky, so. Ja, don't work hard, work smart. Stell dir mal vor, ich würde mir Titten tätowieren lassen, so. Einmal Titten auf meinen Titten, so Schatten, damit die größer aussehen. So. Bei mir war auch so, das war mein erstes Tattoo. Das habe ich mir mit direkt 18 machen lassen. Ich bin direkt zum Tätowierer. Und ich habe ihm eine Vorlage mitgebracht. Und dann hat er das aber selber nochmal gezeichnet. Und halt das gezeichnet. Und eigentlich wollte ich so Feinlein und so. Und dann kam er so an, so, ja, findest du das gut? Und ich so, ja. Also ich denke mal, warte, Mario, wenn der Typ, dem das gestochen worden ist, schlau ist, ist er bestimmt reich, weil er den Typen verklagt hat. Bruder, nein, das hat er selber zu Hause gemacht. Ich könnt's euch schwören, das hat er selber gemacht. Der dachte sich, hä, tätowieren ist doch voll leicht, einfach ein bisschen Nadel hier, dies, das. Hat er sich eine Tattoo-Maschine bestellt für 50 Euro bei Amazon und dachte sich, ja, das krieg ich hin. Der, nicht mal die Augen, das ist ja so. Oder er war auf diesem Film, Unperfekt ist perfekt. Ey, weil du weißt gar nicht, was ich für Tattoos hab und was für Storys dahinter, das ist schlimm. Auf der ganzen Welt Corona anfangen. Und dann irgendwann wurden die ganzen Tattoo-Läden geschlossen und so, ne? Man durfte keine Tattoos machen. Ich so, ich muss jetzt 3 Tattoos haben, geh auf, wo findet man gute Tattoos? eBay Kleinanzeigen. Und dann habe ich so die Bilder gesehen und lief, also ich fand's gut. Wir haben, die sind hier und hier. Das ist nicht schön, aber es ist eine Story. Ich wollte das ganz fein, so feminin fein mäßig und jetzt ist das Blindenschrift. Also auch, also du weißt, was da steht. Ist das fein, nein? Er meinte, dünner geht's nicht. Nein, sowas finde ich geil. Ich weiß nicht. Also, ich würde niemals selber mit so einem Tattoo rumlaufen. Aber würde ich so einen Typen sehen, ich würde sagen, Bruder, du bist krass, du bist cool, du hast Selbstbewusstsein. Ja, das ist ein Lacher. Das ist, glaube ich, ein richtig lustiger Typ, der will, dass Leuten gut geht und dass die lachen. Boah, aber wem rasiert, also wer rasiert ihm das? Wenn er es selber macht, wow. Also entweder der Typ hasst seine Frau und das war extra. Oder der Tätowierer war der Ex-Freund von ihr und der Typ wusste es nicht. Und er meinte, dem gebe ich es jetzt. Oh nein, aber wieso nimmt man denn auch so ein Foto? Da muss er einfach ein normales Foto nehmen. Ich so, stell mal vor, dein Freund kommt nach Hause. Schatzi, ich habe ein Tattoo von dir. Obwohl, komm mal an, denk mal so, okay? Wärst du ein Zombie, würdest du mich trotzdem lieben? Ja,
Guck mal, wie hässlich du bist und ich würde dich lieben und ich habe dich so tätowiert. Erstmal gut gestochen. Es sieht irgendwie wirklich aus, als wäre da ein gerader Stift und hätte einen schiefen Schatten. Das ist geil. Das ist wirklich gut gemacht. Labert man nicht, das ist wirklich gut gemacht. Ich weiß was. Er will schlau wirken und dass Leute fragen, krieg ich mal kurz einen Stift und er so, hier. Hier, Junge. Hier, dein Stift. Nee, diesmal bin ich raus. Diesmal bin ich raus. Irgendwie weiß ich nicht, nee. Vor allem, was ist, wenn er sich rasiert hat? Das ist wirklich gut und schlau. Aber bringt halt nichts, weil der halt nicht schnibbelt. Also der tut halt nur so, genau. Bringt nichts, aber wer sollte es wissen? Ich finde, man sollte auch Leute aufklären. Hey, ich mach den Rasierer auf den Kopf, aber der rasiert nicht. Ach, ich hoffe einfach für ihn, er ist groß. 2 Meter, dann sieht's niemand. Ich hoffe, es ist nur so ein Sticker von so einem Kaugummi. Aber eigentlich finde ich es lustig. Ich weiß nicht, sowas finde ich immer lustig, irgendwie so mit Haaren und so. Ich weiß nicht, finde ich cool. Was? Warte mal. Boah, nein, wie geil. Also an sich, ich muss sagen, ich finde dieses Nackentattoo mit den Flügeln an sich geil, weil ich bin halt ein Belieber. Ich bin Justin Bieber-Fan und er hat es als erstes gemacht. Er war der Erste mit dem Tattoo. Alle Jungs so, Justin Bieber ist so scheiße und so. Aber dann alle haben das Tattoo, ne? Ist klar. Nummer 1 frage ich jetzt, ob es extra war von euch, dass ihr mich dissen wollt. Ihr seid so gemein. Ich finde es toll. Ich finde es geiles Tattoo. Ich liebe Flügel. Ich finde es geil. So Leute, das war's jetzt auch mit meiner Tattoo-Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Lieblingstattoo war das mit It's Is, wie es ist oder so. John Bobby. Fand ich geil. Geiler Typ.